Die Mängelliste bei der Bundeswehr, die ist bekanntlich ziemlich lang. Das fängt an bei der veralteten Ausrüstung, dann gibt es viel zu wenig Munition und auch die Digitalisierung der Truppe lässt zu wünschen übrig. Deswegen werden jetzt 100 Milliarden Euro investiert, um die Bundeswehr wieder auf Vordermann zu bringen. Doch der Bundeswehr fehlt es nicht nur an Material. Tatsächlich ist da noch eine viel größere Baustelle, findet die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, SPD-Politikerin Eva Högel. Das sehe ich als die größte notwendige Kraftanstrengung, dass die Bundeswehr auch perspektivisch mit ausreichend gutem, bestens ausgebildetem, hochmotiviertem Personal ausgestattet ist. Was tut die Bundeswehr also, um neues Personal zu gewinnen? Und welche Probleme gibt es dabei? Das schauen wir uns heute mal an. Ich bin Till Schipitz. Hi. Zurück zum Thema. Jetzt muss man als Scharfschütze mal überlegen, möchte ich das? Zwei, drei Tage irgendwo im Wald in der Kuhle liegen? Ich darf vom Feind nicht entdeckt werden? Egal, bei Wind und Wetter, Toilette gehen wird schwierig, muss ich alles irgendwie so, Will man nicht in Details reingehen, ja? Weil ich soll ja vom Feind nicht entdeckt werden. Okay? Soll man mal wissen, ob man das möchte. Wir reden hier nicht von heute 25 Grad Sonnenschein, sondern wir reden von 5 Grad und im Herbst. Und es regnet und es stürmt. Das sagt ein Rekruter der Bundeswehr hier im Gespräch mit der 15-jährigen Lilly, die sich über die Laufbahn als Scharfschützin informiert hat. Das war beim Tag der Bundeswehr Mitte Juni. Vor Ort waren da auch meine Kolleginnen Charlotte Thielmann und Johanna Voss. Also meistens kommen die Leute dann zu uns ins Büro. Das hier ist ja nur so eine personalwerbliche Maßnahme. Und dann stellen die sich ja meistens vor. Und dann weiß ich ja schon im Kopf aufgrund meiner Erfahrung, dass ich schon ein paar Tage bei der Bundeswehr bin, wo sie reinpasst oder was sie machen möchte. Und dann muss man halt gucken, passt das zu ihr, passt das nicht zu ihr. Ja, es sah jetzt nicht aus wie eine Scharfschützin. Trotz solcher personalwerblicher Maßnahmen geht die Zahl der Soldatinnen und Soldaten weiter zurück. Momentan beträgt die Truppenstärke der Bundeswehr etwas mehr als 180.000. Bis 2031 soll sie aber auf mehr als 203.000 Soldatinnen und Soldaten ansteigen, so das Ziel der Bundesregierung. Dass dieses Ziel in den nächsten Jahren tatsächlich erreicht werden kann, das hält sogar die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Eva Högel, für unrealistisch. Viele Soldatinnen und Soldaten brechen die begonnene Ausbildung nämlich vorzeitig ab. Und es bewerben sich einfach immer weniger Menschen. Also wir haben schon einen großen Unterschied in dem, was wird in YouTube-Videos und auf Plakaten präsentiert. Bunt und vielfältig, Bundeswehr macht Spaß, alles tippitoppi. So soll es ja bei Werbung auch sein. Es muss ja auch attraktiv erstmal sein und ansprechend sein. Aber die Realität in den Kasernen ist dann häufig eine andere. Die Rahmenbedingungen sind wirklich zum Teil sehr erschwert. Zu wenig Gerät, zu wenig persönliche Ausrüstung. Schwierigkeiten dann, die Ausbildung, die Übungen entsprechend auch durchführen zu können. Marode Kasernen, kein WLAN in den Stuben, Toiletten, die nicht funktionieren, Duschen, die verschimmelt sind, Truppenküchen, die es nicht gibt an den Standorten. Also insgesamt die Rahmenbedingungen sind bisweilen wirklich hart. Und die jungen Leute heute haben viele Möglichkeiten und die Besten haben ganz andere Chancen auch noch auf dem zivilen Arbeitsmarkt, aber auch im Bereich des öffentlichen Dienstes oder der Sicherheit. Polizei und Zoll sind auch aufgeweckt und schlafen nicht und werben auch um junge Leute. Also die Bundeswehr, wenn sie zu unattraktiv ist, das führt dann auch dazu, dass die jungen Leute aufhören oder sich gar nicht erst für die Bundeswehr entscheiden. Deswegen ist es ja so wichtig, die Rahmenbedingungen insgesamt zu verbessern. Verbesserungsbedarf gibt es auch beim Frauenanteil. Der beträgt im Moment nämlich gerade mal etwas mehr als 13%. Sollte die Bundeswehr also gezielt Frauen ansprechen? Unbedingt, meint Eva Högel. Sie sollten sie aber so ansprechen, dass deutlich wird, sie leisten gleichberechtigt Seite an Seite mit den männlichen Kameraden ihren Dienst. Also Frauen in der Bundeswehr wollen, das habe ich wahrgenommen, überall Land auf Land ab, wollen keine Sonderbehandlung, wollen keine Schonräume, wollen keine Bevorzugung, aber sie wollen auch den Respekt, den die männlichen Kameraden auch bekommen, also keine dummen Bemerkungen. Sie wollen nicht angefasst werden, wo sie das nicht wollen und wenn sie das nicht wollen, und sie wollen auch schon gar keine sexuellen Übergriffe. Und deswegen ist das ganz wichtig, Frauen gezielt anzusprechen, aber insbesondere diesen Aspekt Gleichbehandlung, Gleichberechtigung auch hochzuhalten. Auch wenn das immer öfter funktioniert, Eva Högel sieht hier Verbesserungspotenzial. Die Wehrbeauftragte sagt, dass es zum Beispiel eine viel zu hohe Zahl von Übergriffen sexueller Art gebe. Noch geringer als der Frauenanteil in der Bundeswehr ist übrigens der von Menschen mit Migrationshintergrund. Wie kann dieser Anteil erhöht werden? Eva Högel sieht das so.
Die Truppe ist hervorragend aufgestellt, was Gleichberechtigung und Gleichstellung angeht. Natürlich müssen wir überall nacharbeiten, auch viel in Prävention investieren. Das ist auch eine Daueraufgabe. In der Truppe ist kein Platz für Rechtsextremismus, kein Platz für sexuelle Übergriffe und ganz viel Platz für Vielfalt. Das sagt unser Grundgesetz, das lebt die Truppe und das sieht man auch, wenn man mal einen Blick in die Truppe wirft. Und wenn es da Schwierigkeiten gibt, wo auch immer, dann muss das angezeigt werden, das muss gemeldet werden, dem muss nachgegangen werden. Und ich kann wirklich sagen, ich kann allen empfehlen, wo auch immer sie herkommen, was auch immer ihre Biografie in der Familie ist, bitte herzlich willkommen bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr als weltoffene Truppe, so der Wunsch der Wehrbeauftragten. Wunsch und Realität gehen aber gerade hier auseinander. Wir haben ja eben schon den Rekruter beim Tag der Bundeswehr kennengelernt. Meine Kolleginnen Charlotte und Joanna haben ihn auch gefragt, wie würde er reagieren, wenn sich bei ihm eine Person über eine Laufbahn bei der Bundeswehr informiert, die zum Beispiel offen das T-Shirt einer Rechtsrockband trägt. Also wir haben gewisse Dinge, die wir melden müssen, wenn gewisse Kleidungsstile oder gewisse Tattoos oder so auftauchen, dann melden wir das, was dann das Karrierecenter, unser militärischer Dienst oder militärischer Nachrichtendienst daraus macht, keine Ahnung. Davon abraten, dass so eine Person zur Bundeswehr geht, würde der Rekruter aber nicht. Nein, ich würde ihm vielleicht sagen, pass mal auf, so ein T-Shirt ist vielleicht jetzt nicht so vorteilhaft. Zum Einstellungsgespräch soll er sowas schon mal gar nicht anhaben. Dass man dann nicht in irgendeine Schublade gesteckt wird, oder? Aber ich kenne mich da auch nicht aus. Ich weiß auch nicht, welches T-Shirt und welche Klamottenmarke erlaubt ist und nicht erlaubt ist. Kennen Sie sich damit aus? Die Botschaft lautet also, Rechtsrock-T-Shirt ist schon okay, halt nur lieber nicht beim Einstellungsgespräch. Können sich da Menschen mit Migrationshintergrund in der Bundeswehr sicher fühlen? Eva Högel reagiert so auf die Aussagen des Rekruters. Das haben Sie als Antwort von einem Rekruter gehört? Ich bin jetzt gerade mal entsetzt. Erstens müssen die im Karrierecenter sofort erkennen, wenn jemand Einschlägige, jedenfalls nicht unbedingt auf darauf hinweist, dass die Werte unseres Grundgesetzes konsequent vertreten werden, Dinge am Körper hat, trägt oder äußert, dass die sofort klar gemacht wird, dass die für die Bundeswehr nicht in Betracht kommen, ja, und nicht die Empfehlung, das beim Vorstellungsgespräch nicht zu tragen, das ist ja absurd. Solche Personen haben in der Bundeswehr nicht zu suchen, und zwar aus folgendem Grund. Es geht nicht nur darum, die Werte des Grundgesetzes zu akzeptieren, sondern Soldatinnen und Soldaten müssen die Werte des Grundgesetzes jeden Tag von morgens bis abends vertreten, aktiv vertreten. Sie stehen für diese Werte ein. Sie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass die Werte gewährleistet sind. Und sie sind diejenigen, die im Ernstfall die Werte auch verteidigt werden müssen. Also in der Bundeswehr hat niemand einen Platz, der oder die auch nur im Ansatz Zweifel daran lässt, ob er oder sie das Grundgesetz ausreichend vertritt und verteidigt. Insofern ist das, was der Rekruter gesagt hat, ich hätte jetzt sehr gerne Name und Adresse, jedenfalls total kontraproduktiv. Dass die Personalziele der Bundeswehr in den nächsten Jahren zu erreichen sind, bleibt also unwahrscheinlich. Dafür ist die Bundeswehr als Arbeitgeberin weiterhin nicht attraktiv genug. Und auch wenn die Truppe bunter werden soll, es mehr Frauen und mehr Menschen mit Migrationshintergrund geben soll, so richtig scheint die Bundeswehr auf dieses Ziel aktuell noch nicht hinzuarbeiten. Aber dann steht da ja noch das 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr im Raum. Damit könnten zumindest die Rahmenbedingungen verbessert werden, also zum Beispiel die Ausrüstung und der Zustand der Kasernen. Aber das allein wird nicht ausreichen, um aus der Bundeswehr wirklich eine inklusive Truppe zu machen. Soweit. An dieser Folge mitgearbeitet haben Joanna Voss, Leonie Albrecht, Charlotte Thielmann, Johanna Mohr und Lars Fein. Die Audioproduktion hat Tim Schmutzler übernommen, Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Till Schäbitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.